Ja, passend zur Adventszeit und mein Pflegealphabet, Türchen 2, Buchstabe B. Ja, und für den Buchstaben B habe ich mich für die Pflegeberatung entschieden. Ja, und die Pflegeberatung ist eine zentrale Aufgabe von Pflegefachkräften, die umgesetzt werden muss, teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, für Pflegebedürftige eine Beratung anzunehmen. Was ist in der Pflegeberatung primär drin? Ja, zunächst muss man ja den Bedarf erheben. Wo haben Pflegebedürftige einen Bedarf für eine Pflegeberatung? Und diese Bedarfserhebung kann sehr unterschiedlich stattfinden. Also die Informationssammlung kann durch eine strukturierte Informationssammlung stattfinden. Ja, und wenn der Pflegebedarf zunächst einmal erhoben ist, dann wird die eigentliche Beratung letztendlich umgesetzt. Wie kann Beratung aussehen? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, um Beratung letztendlich umzusetzen. Es gibt die Expertenberatung und die Prozessberatung, die ja inhaltlich sehr unterschiedlich gestaltet ist. Bei der Expertenberatung ist die Pflegefachkraft die eigentliche Experte und ein Ratsuchender sucht Ratschläge, um eine Verbesserung für seine Situation herzustellen. Bei der Prozessberatung ist die pflegebedürftige Person Experte ihres eigenen Lebens und die Pflegefachkraft begleitet den Menschen in seinem Leben. Ja, morgen ist der Buchstabe C dran, denn ist das dritte Türchen angesagt und wir gucken mal, was bei C so möglich ist. Haben Sie eine Idee, was bei C machbar ist? Ja, dann schreibt in meinen Kommentar.